In diesem Video können Anfänger und leicht fortgeschrittene Spieler von SoulMask wieder einiges lernen. Wir schauen uns Themen wie Ausrüstungsmodifikationen, Bögen und Pfeile, möglichst schnelles Unterwerfen von Barbaren und mehr an. Wie immer freue ich mich auch über Tipps und Tricks zu SoulMask von euch in den Kommentaren. Euer Wissen ist auch der Stoff für weitere Videos. Wenn ihr Gegner zum Beispiel in Kasernen tötet, dann lootet alles, auch scheinbar wertlose Rüstungen und Waffen. Wenn ihr sie dann auseinandernehmt, bekommt ihr einige wertvolle Materialien, aus denen ihr euch dann wieder neue Ausrüstung craften könnt. Mit etwas Glück ist an dem Equipment der Gegner sogar die ein oder andere Modifikation, die ihr euch dann auf euer eigenes Outfit bappen könnt. Gerade anfangs ist das sehr hilfreich, da ihr vermutlich nicht in Materialien schwimmen werdet. Beachtet allerdings, dass es euch ab Bronzegear nicht mehr möglich sein wird, direkt in eurem Inventar zu zerlegen. Ab diesem Zeitpunkt ist es sinnvoll, euer Mount mitzunehmen und die Rüstungen dort zwischenzulagern. Zu Hause am Zerlegetisch erhaltet ihr dann wiederum Materialien für höherwertige Ausrüstung. Wägt jedoch ab, was ihr mitnehmt. Irgendwann ist auch euer Mount voll und dann dauert das Sortieren länger als das Farmen von Erzen oder ähnlichem. Mein Eindruck ist, dass es sich lohnt, auf jeden Fall das Equipment von Bossen mitzunehmen, da hier scheinbar häufiger wertvolle Materialien enthalten sind. Zusammengefasst, was euch sowieso vor die Füße gelegt wird, solltet ihr auch nutzen. Wo wir gerade über Mods sprechen, ihr könnt mehrere Modifikationen an einer Rüstung oder einer Waffe anbringen. Achtet nur darauf, dass von jeder Kategorie nur eine Mod auf demselben Item genutzt werden kann. Sprich, zum Beispiel Mods für Schadensbonus, geringerer Haltbarkeitsverlust und Blutungsschadensbonus können kombiniert werden, Schadensbonus Stufe 1 und Schadensbonus Stufe 2 hingegen nicht. Es gibt ein paar Mods, die in der Herstellung sehr günstig sind, daher spart nicht damit, sie machen sich im Kampf ordentlich bemerkbar. Bei den ersten Fundamenten und Mauern meiner Base habe ich länger gebraucht als nötig. Vor allem, wenn ich einen Teil wieder abbauen wollte oder wenn eine Kiste mit Items im Weg stand, habe ich Unmengen Zeit verplempert, bis die folgende Frage im Chat kam. Wieso nutzt du denn den Construction Hammer nicht? Nach einer halben Sekunde des Nachdenkens darüber, ob ich es als Absicht darstellen sollte, um mir nicht ganz so blöde vorzukommen, musste ich zugeben, ich habe diesen Bauhammer einfach in der Menge an Plänen im Technikbaum übersehen. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich, ihr werdet euer persönliches Maya-Reich in 0, nichts aufgebaut haben, wenn ihr dieses kleine, aber mächtige Tool von Anfang an nutzt. Ich meine, volle Kisten habe ich gefühlt in keinem anderen Game schneller von einem Platz zum anderen gebracht. Werd bekloppt. Da immer wieder die Frage kommt, wie Pfeile auf Bögen genutzt werden. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Bögen, den normalen und den Großbogen. Genauso braucht es auch zwei unterschiedliche Arten von Munition, Pfeile und große Pfeile. Habt ihr also einen normalen Bogen, dann könnt ihr nur normale Pfeile darauf ziehen. Andersherum auf einen Großbogen nur große Pfeile. Übrigens, der Großbogen ist eine brutale Waffe. Gift kann nur an normalen Pfeilen angebracht werden. Großpfeile gehen leer aus, was Beschichtung angeht. Um die Pfeile selbst zu präparieren, benötigt ihr Reinigungsgiftstoff. Ob das Lost in Translation oder beabsichtigt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es recht irreführend. Stellt euch den Reinigungsgiftstoff im Inventar her und ihr könnt einfach den kompletten Stack auf einen Stack Pfeile ziehen. Es wird automatisch die höchstmögliche Anzahl hergestellt. Die NPCs in Käfigen der Kasernen scheinen ein einfaches Unterwerfungsziel zu sein, doch verzichtet am besten darauf, diese Menschen in euren Stamm zu holen. Leider werden sie euren Stamm nach einer Weile wieder verlassen. Dankbarkeit sieht anders aus. Wenn ich mir ein Ziel unter vielen herausgesucht habe, das ich mir als Verstärkung in den Stamm holen will, dann ist es mir schon passiert, dass ich es aus Versehen getötet habe, weil alle Gegner wild durcheinander rennen. Die Entwickler von SoulMask haben aber auch für unkoordinierte Spieler wie mich die Möglichkeit eingebaut, das Ziel der Begierde zu markieren. Dazu müsst ihr in der Maske den Skill Qualitätseinschätzung freischalten. Das solltet ihr ohnehin erledigen, nur so wisst ihr, welche Menschen potenziell ordentlich was auf dem Kasten haben. Wenn ihr nun mit gedrückter Q-Taste euer Ziel ausfindig gemacht habt, macht ihr gleichzeitig einen Rechtsklick und schon ist der Barbar markiert. Jetzt müsst ihr nur noch dafür sorgen, dass er euch nicht in die Waffe läuft, während ihr andere Gegner ausschaltet. Um 0 Uhr findet der Respawn in Kasernen statt. Diesen Respawn könnt ihr nur verhindern, indem ihr euch zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Kaserne aufhaltet. Dann könnt ihr in Ruhe alle Gegner ausschalten. Wenn ihr allerdings mit eurer Anwesenheit den Respawn verhindert, dann wird dieser ausgelöst, sobald kein Spieler mehr im Areal der Kaserne ist. Das heißt, wenn ihr sterbt oder nur mal eben eine Pipi-Pause vor den Toren macht, werdet ihr alle Gegner wieder von vorn aufräumen müssen. Bleibt also immer in der Kaserne, bis ihr euren Job komplett abgeschlossen habt. Wenn es euer Ziel ist, in der Kaserne neue Barbaren für euren Stamm zu rekrutieren, dann habt ihr die Möglichkeit, den Respekt euch gegenüber um einiges schneller wachsen zu lassen. Ich baue dafür vor den Toren der Kaserne eine 3 Fundamente große Jugendherberge. Hier platziere ich ein Lagerfeuer und ein paar Betten drumherum. Sowohl das Feuer als auch die weichen Federn sorgen dafür, dass die Barbaren bedeutend schneller Mitglieder eurer Gang werden wollen.
Das heißt, dass der Respekt früher 500 Punkte erreicht, als wenn ihr eure Opfer einfach irgendwo im Dreck liegen lasst. Solltet ihr das gerade angesprochene Problem haben, dass ihr die Kaserne aus Respawn-Gründen nicht verlassen könnt, dann nutzt einfach die Betten in den Häusern der Barbaren als Zwischenlager. Auch dort gibt's einen kleinen Zeitbonus. Wenn ihr schließlich in der Kaserne aufgeräumt habt, sammelt ihr alle Kandidaten ein und legt sie nahe der Tore ab. Erst wenn sie alle im Eingangsbereich liegen, bringt ihr einen nach dem anderen in eure Jugendherberge. So müsst ihr maximal die ersten Gegner an den Toren nochmals töten. Wenn ihr den Barbaren nun ausreichend Suppe gebt und sie um das Feuer bequem bettet, werden sie im Handumdrehen bereit sein, in euren Stamm aufgenommen zu werden. Ich wünsche euch viel Würfelglück bei den Fähigkeiten der neuen Mitglieder. Ihr wollt allerlei Leckereien an der Kochstelle herstellen, euch fehlen aber die passenden pflanzlichen Zutaten? Dann solltet ihr euch schnellstens ein paar Affen anschaffen, denn die kleinen Viecher winden in der Natur jede Menge Früchte und Nüsse. Wie im letzten Tipps und Tricks Video zu Soul Mask bereits erklärt, findet ihr im Bestiarium unter K alle Informationen, die ihr für das erfolgreiche Fangen der kleinen Primaten benötigt. Solltet ihr noch nicht die passenden Köder haben, könnt ihr den wilden Affen auch einfach ein paar Fallen vor die Nase stellen. Sie laufen manchmal auf ihren zufälligen Wegen auch ganz ohne Lockmittel in die Käfige. Falls ihr keinen Affen findet, dann sucht den Bereich um die ersten Seen im Dschungel ab. Dort gibt es ein paar kleine Gruppen der Tierchen. Sobald ihr euren neuesten Zuwachs in der Base habt, sucht in der Technik nach Affe-Lagernest und stellt diese unweit eurer Hütte, entschuldigt, eurer Villa, auf und schmeißt ein bisschen Futter wie Bananen in den Stumpf. Wenn ihr noch immer keine Früchte habt, dann wartet 20 bis 30 Minuten und die Affen haben ihren Job gemacht. Je nachdem, ob ihr lokal oder auf einem Server spielt, legen sie die Pflanzen entweder in ihrem Baumstumpf oder in einer eurer Kisten ab. Ein Teil ihrer Ausbeute könnt ihr ihnen dann wieder als Futter zustecken. Ihr habt jede Menge Früchte, Obst und Gemüse, aber keine dazugehörigen Samen, um die Pflanzen auf den Ackerflächen anzubauen? Dann sucht im Technikbaum noch einmal nach Saatgut. Es können zwar nicht alle Samen produziert werden, aber mit der Basisschleiferei sind zumindest einige wie Mais, Kürbis oder Guave möglich. Übrigens, ich sitze gerade auch an einem Landwirtschaftsguide zu Soul Mask. Solltet ihr den nicht verpassen wollen, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr auf der Suche nach Baumwolle, Chili oder anderen Pflanzen in rauen Mengen seid, dann schaut bei den Barbarenkasernen vorbei. Im Vorgarten haben sie ein paar Felder, die mit verschiedenen Fruchtsorten bestellt werden. Denkt auch daran, bei der Kaserne auf den westlichen Inseln des Dschungels vorbeizuschauen. Die Menschen dort bauen teilweise andere Früchte an als der Feuerstamm im Zentrum. Doch seid vorsichtig, die Gegner auf den Inseln sind recht gefährlich. Ihr habt natürlich sämtliche Bosse von Soul Mask auf Farmstatus. Ich natürlich auch. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich vergesse, welche Opfergaben ich mitbringen muss, um die Tiere zu beschwören. An mein kleines Hamsterhirn haben die Entwickler von Soul Mask aber auch gedacht. In meinem Inventar kann ich in der Rezeptsuche einfach nach dem Bossnamen suchen und schon wird er mir angezeigt, inklusive der dazugehörigen Mitbringsel. Jetzt muss ich mir nur noch merken können, wie die Bosse alle heißen. Da ich auch das immer wieder vergesse, gebe ich einfach das Wort Opfern ein, dann werden mir auf einen Blick alle Bosse angezeigt. Ihr Knaller! Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in Soul Mask. Wenn ihr etwas in diesem Video lernen konntet, dann lasst mir gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Doch wie immer, ich zwinge euch zu nichts.